Herzlich willkommen zum neuen Überläufer-Podcast. Heute sind wir in Rekordbesetzung und haben eine Gruppendiskussion vorbereitet mit einem wirklich hochkarätigen Expertenteam. Unsere Gäste heute sind Dr. Dirk Henner-Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbands Brandenburg. Hallo. Gregor Bayer, Geschäftsführer des Forum Natur Brandenburg. Hallo. Des Weiteren Dr. Henning Wetzel, Mitglied im Vorstand des Deutschen Jagdrechtstages. Hallo, Lukas. Und Franz Albrecht Oettingen-Spielberg, Waldbesitzer in Brandenburg und Jäger. Grüß dich. Als ob es momentan nicht genug Probleme in der Welt gäbe, müssen wir heute den Blick auf den neuen Jagdgesetzentwurf in Brandenburg richten, denn dieser hat es in sich. Es ist ja nicht unüblich, dass lokale Politiker globale Ereignisse nutzen, um heimlich Gesetze auf den Weg zu bringen, deren Wirkung den Betroffenen erst viel später bewusst wird. Und ein solcher Fall liegt auch hier vor. Nachdem der erste Entwurf des grünen Umweltministers von Brandenburg, Axel Vogel, nicht nur eine grammatikalische Herausforderung darstellte, liegt seit letzter Woche nun dessen etwas entschärfte Neufassung vor. Eine ihrer zentralen Glaubenssätze ist unter anderem die Zerschlagung des Reviersystems, um mehr verbeißendes Schalenwild erlegen zu können. Dazu kommen wir allerdings erst später. Ich beginne jetzt mal mit meiner ersten Frage an Dirk Wellershoff. Und zwar, Dirk, wofür brauchen wir dieses Jagdgesetz eigentlich? Ja, lieber Lukas, vielen Dank. Das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit. Nachdem man jetzt mal die Fakten zur Jagd in Brandenburg gesammelt hat, kann man ganz klar feststellen, die Jäger in Brandenburg machen ihre Hausaufgaben. Wir haben seit 10 Jahren sinkende Schalenwildstrecken beim Rot-, Damm- und Rehwild, die ganz klar zeigen, dass wir uns auf den Waldumbau und auf die Klimaveränderung eingelassen haben und die der Gesamtbestand der Population rückläufig ist. Also von daher, mit den bestehenden Instrumentarien können wir arbeiten und haben gezeigt, dass wir mitarbeiten. Und wenn man dann noch die Berichte des Landesforstbetriebes nimmt, eben hier bei mir vorliegend den Abschlussbericht zur Evaluierung des Waldumbaus in Brandenburg, bei dem festgestellt wird, dass 90% der Verjüngungen ohne Verbissschäden sind, kann ich nur sagen, in Brandenburg ist die Welt noch in Ordnung. Ein neues Jagdgesetz brauchen wir überhaupt gar nicht. Nun ist es so, dass in diesem neuen Jagdgesetz in § 3 Absatz 2 unter anderem steht, Jäger sollen in Zukunft ihr selbstständiges Nutzungsrecht am Wild ja eigentlich aufgeben zugunsten eines Dienstleistertums der Land- und Forstwirtschaft und sollen überwiegend eine, ich zitiere, Regulierungsfunktion wahrnehmen. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, als Vertreter von inzwischen 10.000 Verbandsmitgliedern in Brandenburg, sind Jäger Dienstleister? Nein, wir sind selbstverständlich keine Dienstleister. Aus meinem Verständnis bekommt ein Dienstleister für die Arbeit, die er leistet, ein Entgelt. Und wir Jäger pachten aus Leidenschaft, Überzeugung und Passion Reviere, in denen wir das Wild nachhaltig bewirtschaften. Wir stellen uns natürlich den Anforderungen des Landes, Waldumbau, Wildschäden, exemplarisch genannt, gesunde Wildbestände. Das heißt, wir achten sehr genau darauf, was erlegen wir, wann und wie. Und natürlich immer unter dem Aspekt des Tierschutzes, tierschutzgerecht, nämlich zu möglichst geringen Zeiten, mit möglichst wenig Störung des Wildes. Und dann eben immer im Verhältnis zu dem, dass Landwirtschaft und Forstwirtschaft, so wie in Brandenburg überall gezeigt, gedeihen kann. Nun ist es so, dass in diesem § 3, der hat es also schon an sich in sich, da kommen aber noch ganz andere Bretter, so viel kann ich ja schon verraten, da steht wirklich, dass die Hege wegfallen soll. Was jeder von uns aus einer Jagdscheinausbildung kennt, mit der Jagdausübung ist die Pflicht zur Hege verbunden, das soll hier einfach mal so kassiert werden. Und da würde ich jetzt gerne mal vom Jagdrechtsexperten Henning Wetzel wissen, wie schätzt du das ein? Also aus jagdrechtlicher, juristischer Perspektive. Kann man den Hegebegriff einfach mal so aus dem Jagdgesetz streichen? Das kann man formell natürlich schon, aber das wäre unklug, weil letztlich die Hege, du hast ja nur einen Teil der Definition zitiert, die Hege ist für den Jagdausübungsberechtigten Pflicht und Recht zugleich. Und in dem Hegebegriff, den jeder in der Jägerprüfung gelernt hat, wird eben auch klargestellt im Bundesjagdgesetz, dass die vorrangigen Rechte einer ordnungsgemäßen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, dass die vorgehen vor der Wildbewirtschaftung. Das heißt, in dieser Güterabwägung das Wild als Bewirtschaftungsgegenstand und der Lebensraum des Wildes als Bewirtschaftungsgegenstand, da geht im Zweifel das berechtigte Interesse des Landbewirtschafters vor.
Also letztlich ja genau das, was die geistigen Väter, wenn man das überhaupt so nennen kann, dieses Gesetzes hier fordern, nämlich dass mehr Rücksicht auf die Forstwirtschaft genommen wird. Das ist dem gesetzlichen Hegebegriff im Bundesjagdgesetz schon immer immanent. Den also abzuschaffen, macht keinen definitorischen Mehrwert. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, und das ist eigentlich das, was ich an diesem Gesetz problematisch finde, in diesem Hegebegriff, der wird immer verbrämt als irgendein altes Nazi-Definitorium. Das ist er eigentlich gar nicht. Der Hegebegriff, so wie man ihn verstehen muss, ist etwas ganz Modernes. Denn wir reden die ganze Zeit über ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände, wo sich dann Peter und dergleichen plötzlich aufschwingen, für die Tiere vor Gericht zu ziehen. Der Gesetzgeber hat uns über den Hegebegriff schon immer zum Sachwalter des Wildes gemacht. Das heißt, das, was die Wildtiere an Rechten, an Lebensrecht, an sozusagen auch Ansprüchen an ihren Lebensraum nicht selber einklagen können, das soll der Jäger über die Hegeverpflichtung ihnen zugutekommen lassen. Wie gesagt, immer in Abwägung zu den Grundbesitzerinteressen. Also was an diesem Begriff, der eine tolle Austarierung der widerstreitenden und nicht immer widerstreitenden Interessen im ländlichen Raum mit sich bringt, warum man den abschaffen will, das verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt gehen wir mal über zu einem weiteren Paragraphen, der es auch in sich hat. Und zwar geht es darum, dass gemeinschaftliche Jagdbezirke ohne Rücksicht auf ihre bisherige Mindestfläche ab 10 Hektar für Eigentümer oder Eigentümerzusammenschlüsse ja eigentlich Jagdbezirke darstellen sollen. Das heißt nicht weniger als eine Zerschlagung des altehrwürdigen Reviersystems, die vielleicht auch dann deutschlandweit Schule machen könnte. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Gregor Bayer, du als Vertreter von 200.000 aktiven Landnutzern, auch des Fischereiverbandes und des Bauernverbandes in Brandenburg, du könntest doch da eigentlich ein Interesse dran haben. Das ist ja zunächst mal eine Liberalisierung. Eigentlich erstmal wirkt das ja wie eine Stärkung des Eigentums. Warum aber siehst du das kritisch? Und was kannst du uns zu dieser geplanten Zerschlagung sagen? Was bedeutet das, wenn dann plötzlich Leute auf 10 Hektar jagen können, auch in der Praxis? Ja, man muss natürlich die Vielfalt der Eigentümer, insbesondere natürlich bei dem Thema auch der Waldeigentümer im Land Brandenburg anschauen. Wir haben ungefähr 100.000 Eigentümer, die differenzieren sich allerdings in sogenannte Großwaldbesitzer oder Kleinwaldbesitzer, wie wir auch sagen. Und das ist schon recht vielfältig. Es gibt nur 72 Eigentümer, die über 1.000 Hektar haben. Der weitaus überwiegende Teil der Eigentümer, über 96%, haben weniger als 20 Hektar. Im Durchschnitt sind sogar nur 6,3 Hektar. Also wir haben eine unwahrscheinlich vielfältige Struktur. Und wir haben uns in Deutschland aus gutem Grund für ein Reviersystem entschieden. Weil dieses Reviersystem in gewisser Weise Ordnung auch in die Bewirtschaftung und natürlich auch Ordnung in das jagdliche Management reinbringt. Und wenn wir diese Struktur zerschlagen mit all ihren Folgen, wenn wir also nicht mehr klar differenzieren können, wo sind eigentlich die Grenzen der Jagdbezirke, dann führt das zu einer Situation, bei der ich mir nicht vorstellen kann, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung weiter sichergestellt ist. Und es ist eben letzten Endes kein Eigentümerinteresse, vor allen Dingen, wir dürfen nicht ganz vergessen, unsere Verfassung sieht aus gutem Grund das Eigentum unter die Sozialpflichtigkeit gestellt. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite fragen, wie können wir ein Maximum an Eigentümerinteressen umsetzen? Keine Frage. Da neigt man natürlich immer eher zu kleineren Einheiten. Aber auf der anderen Seite muss der gesellschaftliche Anspruch an die ordnungsgemäße Bejagung auch sichergestellt werden. Und da haben wir uns aus gutem Grund eben für bestimmte Grenzen entschieden. 150 Hektar beziehungsweise momentan 75 Hektar im Ausnahmefall für Brandenburg. Und das garantiert Ordnung. Wenn wir das zerstören wollen, werden wir Chaos erreichen. In einem Zeitungsinterview, das ich gelesen habe mit dir, hast du kürzlich auch auf die insbesondere Herausforderung, nicht nur in Waldrevieren, wo dann Leute nachts ihren Hochsitz nicht mehr finden oder durch andere Leute Revier fahren und plötzlich die Rotte Sauen das Weite sucht. Du sprachst aber insbesondere vom Feldrevier, wo das besonders problematisch sein könnte, was ja immer noch die Mehrheit der Flächen in Brandenburg beträfe.
unter dem besonderen Gesichtspunkt der afrikanischen Schweinepest, die sich in diesem Bundesland auch noch ausbreitet, was ist da die Großbaustelle mit Blick auf 10 Hektar? Ja, ich glaube in der Tat, dass die Vorschläge, die jetzt von Seiten des Ministeriums auf dem Tisch liegen, eine gewisse forstliche Lastigkeit haben. Da schauen einige sehr, sehr speziell auf den Wald. Wir Förster, ich bin ja selbst auch Förster von der Ausbildung, haben dafür sogar einen Fachbegriff. Wir nennen das Silvazentrismus. Man kann auch sagen, Förster sehen manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht. Und das merkt man an diesem Gesetzesvorschlag doch sehr deutlich. Denn das, was man im Wald vielleicht noch in Grenzen organisieren könnte. Wir beispielsweise als Landnutzer schlagen unter anderem ja auch vor, Jagdbezirke für Forstbetriebsgemeinschaften zu organisieren. Also es gibt Möglichkeiten und Instrumente, wird insbesondere im Offenland, und ich glaube, die Betroffenheit wird insbesondere bei den Landwirten liegen, also in der offenen, agrarischen Landnutzung, die wird ungleich größer sein. Die Bauern sind viel, viel stärker betroffen. Wir haben insbesondere in Südbrandenburg, aber teilweise auch in der Uckermark, gigantisch große Ackerschläge, dort dann sozusagen den einen kleinen Jagdbezirk von 10 Hektar oder 15 Hektar Größe innerhalb eines 50, 60 Hektar großen Ackerschlages zu finden. Man stelle sich vor, man fährt abends raus, irgendwo mitten im Maisschlag liegt dann diese eine Fläche, die ich bejagen darf. Ich weiß nicht genau, ob die Sauen sozusagen noch auf meinem Jagdbezirk sind oder schon im Nachbarjagdbezirk. Also wer allen Ernstes glaubt, dass eine Zersplitterung die Effizienz von jagdlichem Management erhöht. Der lebt vielleicht in anderen Ländern, die andere Jagdsysteme haben, aber bei uns so in dieser Form wird das mit Sicherheit nicht funktionieren. Henning, wie bewertest du das aus juristischer Perspektive mit Blick auf die hochkomplexen juristischen Sachverhalte und invasorischen Streitfälle, die es damit geben dürfte und Belastungen von Verwaltungsgerichten und so weiter? Ja, das klang ja eben schon an. Also die wenn man die Jagd so kleinräumig verteilt, wie das dieser Gesetzentwurf irgendwie vor Augen hat, dann kommt es ja zu einer theoretisch unendlichen Vermehrung von Jagdausübungsberechtigten. Also in manchen Jagdforen schrieben schon Leute, Mensch, so günstig wird man nie an eine Eigenjagd kommen. Kaufst du einen Hektar nach dem alten Entwurf, bist plötzlich Eigenjagdbesitzer. Ist ja wunderbar. Und stellst du dann Hochsitz drauf. Wenn gut liegt dieser Hektar, dann ist das ja auch effiziente Jagd. Nur für alle anderen außenrum ist es möglicherweise ein Problem. Die Störungen gegenseitig sind vorprogrammiert. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Flächengrößen, Gregor Beyer hat es ja gerade gesagt, so gestrickt sind, dass wir mit diesen alten LPG-Schlägen hier tatsächlich Felder haben, die 10-mal so groß sind wie der kleinstmögliche Jagdbezirk nach dem neuen Entwurf, dann habe ich auf einem Acker 10 Jagdausübungsberechtigte, die sich gegenseitig dort in die Quere kommen. Das ist nicht nur am Ende gefährlich, sondern der eine hat ja möglicherweise nicht mal einen Feldweg, den er benutzen kann, um zu seinem nagelneuen 10-Hektar-Jagdbezirk zu kommen. Das heißt, dem muss Kraft Gesetzes ein Jägernotweg eingerichtet werden über das wegelose neue 10-Hektar-Revier des nächsten und übernächsten und übernächsten. Also die Begeisterung der einzelnen Jäger bei diesem neuen Modell dürfte sich in Grenzen halten, insbesondere wenn der Nachbar des Nachbarn des Nachbarn immer erst kurz vor der Dämmerung meint, auf den Sitz schleichen zu müssen, wenn die anderen schon eine Stunde sitzen. Also das könnte wirklich für einen satirischen Film über die Jagd, könnte das Modell durchaus taugen, aber ich glaube, für die Praxis ist es leider gar nicht lustig, sondern es schafft Störungen der Jäger untereinander, des Wildes, was auch dazu führt, dass die Jagd uneffizient wird. Und am Ende ist es natürlich gefährlich, denn diese kleinen Schläge, die dort dann plötzlich einen Jagdbezirk darstellen können, und wenn man sich das Gesetz mal genau anguckt, die noch nicht mal, was die Flächenstruktur, also die Geometrie angeht, besonders sinnhaft sein müssen, dann kann das tatsächlich auch theoretisch ein Handtuchstreifen sein, ein schmaler, wenn ich den quer beschieße, schaffe ich es möglicherweise gar nicht, dass ein Abpraller nicht beim Nachbarn landet. Also unter jedem juristischen Aspekt ist diese Zerschlagung des Reviersystems oder dieses Runterbrechen auf 10 Hektar aus meiner Sicht absurd. Man kann nichts Gutes daran finden. Franz Albrecht, du bist jemand, der ja bekannt ist für seine Liebe zum Wild, aber auch seine Liebe zum Wald und hast ja auch selber ein Waldrevier, in dem es einen klimastabilen Mischwald gibt. Und wie schätzt du das Kürverbot ein, was in diesem Gesetzesentwurf einfach mal so leise, still und heimlich
reingemogelt wurde. Was denkst du darüber, auch mit Blick auf einen Wald mit Wild? Also du sprichst den Paragraph 29 an in diesem neuen Gesetz, der ist zweiteilig. Da ist einmal das absolute Kirrverbot und das absolute Fütterungsverbot. Ich möchte gerne auf beides kurz eingehen. Für mich ist das eine nämlich eine ganz besonders wichtige Bejagungsstrategie und das andere ist eine Wildschadensverhütungsstrategie. Jetzt fangen wir mal mit der Bejagungsstrategie an. Kirrung oder die Kirrjagd in Brandenburg zum Beispiel ist ungemein wichtig gewesen in den letzten Jahren, um den Schwarzwildbestand herunterzufahren und auf die kommende Schweinepest vorzubereiten. Es werden mehr als 50% der erlegten Sauen pro Jahr in Brandenburg durch Kirrjagd erlegt. In Brandenburg sind in den letzten Jahren mehr oder weniger 90.000 Sauen pro Jahr gefallen. Das heißt, mit der Aussetzung der Kirrjagd müssten wir in den nächsten Jahren bis zu 50.000, 55.000 Sauen auf andere Art und Weise erlegen. Ich kann nicht verstehen, warum man diese besonders gut funktionierende Bejagungsstrategie uns nehmen soll, den Jägern, vor allem vor dem Hintergrund, was der Dirk vorhin schon gesagt hat, dass die Zahlen, die Wildbestandszahlen eindeutig zeigen, dass wir effektiv waren in den letzten Jahren und wir auch weiterhin effektiv sein müssen, weil das Thema Schweinepest uns noch lange beschäftigen wird. Also ich tue mir schwer, den Grund oder den Hintergrund zu erkennen, warum es gut sein soll, keine Kirrjagd mehr betreiben zu können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist entscheidend wichtig, dass man in den Zeiten, in der keine Jagdzeit ist, in dem vor allen Dingen, dass auch das Damm und das Rotwild im Stoffwechsel ist und in den Ruhephasen des Wildbestandes, das ist sozusagen Februar, März, April, ist es entscheidend wichtig, dass man in diesen Monaten, in denen diese Wildarten wildbiologisch eindeutig bewiesen, in größere Rudel zusammentreten, die männlichen trennen sich von den weiblichen und die weiblichen gehen in eigene Großrudel und da ist es relativ egal, wie hoch der Wildbestand in dieser Umgebung ist. Meistens ist diese Umgebung sozusagen umfasst durch die Hegegemeinschaft. Man weiß da relativ genau, über die Hegegemeinschaft werden die Abschusspläne erstellt, da wird auch die Hegerichtlinie beschlossen, das heißt, wie viel Wild sollten wir innerhalb der Hegegemeinschaft haben. Und natürlich ist es aber trotzdem so, dass dann im Februar, März, April Konzentrationen von Wild stattfinden. Also es ist entscheidend wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, im Winter, in der Zeit, in der das Wild in der Ruhephase ist und im Stoffwechsel ist und auch nach den Bejagungszeiträumen, es so zu lenken, dass es in Bestände kommt, vor allen Dingen in Waldbeständen, wo zum Beispiel große Altholzflächen sind, in denen kein Schaden stattfinden kann. Da kann ich mit ein paar Heuraufen oder auch mit anderen Futtermitteln das Wild so gut sagen wir mal, bändigen und in Ruhe lassen, dass es mir sonst nirgendwo zu Schaden kommt. Das ist für mich einfach sehr schwer nachzuvollziehen, warum der Paragraph 29 uns die zwei wichtigsten Werkzeuge, einmal was die Bejagung an Schwarzwild angeht, speziell vor dem Hintergrund, was die Schweinepest immer noch vor der Tür steht, und zweitens mit das wichtigste Werkzeug, um Wildschaden zu verhüten, uns nehmen soll. Das sind zwei Themen, die funktionieren, oder das sind zwei Punkte, die fantastisch funktioniert haben in den letzten Jahren oder eigentlich schon immer. Und es macht, ich kann nicht verstehen, warum das in diesem Gesetzesentwurf drin ist. Besonders schwer zu verstehen wird das, wenn man sich mal die Zahlen anguckt. Zahlen schützen ja auch vor Glauben, die lügen nämlich nicht. Und es ist ja zum Beispiel so, dass der Landesforst irgendwas über 2 Festmeter pro Hektar einschlägt, derselbe Landesforst, der jetzt so vehement dafür kämpft, dass der ganze Brandenburger Wald also umgebaut werden soll, während Privatwaldbesitzer darüber liegen, so viel kann man sagen, dann immer etwas unterschiedlich, aber auch 6 oder 7 oder 8 Festmeter sind nicht unüblich. Jetzt wäre meine Frage an Dirk Bellershoff, braucht der Landesforst vielleicht Hilfe von den privaten Jägern? Ja, wir haben ja schon mehrfach Hilfe angeboten, weil wir natürlich bei den Unternehmensberatungsberichten zum Landesforstbetrieb festgestellt haben, dass wir Riesendefizite haben, insbesondere bei der Jagd. Bei der Jagd sehen, dass Kostenblöcke aufgerufen werden, die fast unerträglich sind als Steuerzahler. Und natürlich würde ich von dem Landesforstbetrieb vorbildmäßig erwarten, dass das, was man jetzt aufs ganze Land überstülpen will, erst einmal im eigenen Betrieb ausprobiert wird oder umgesetzt wird. Und wir dürfen nicht vergessen, der Landesforstbetrieb ist mit 250.000 Hektar der größte Eigenjagdbesitzer in Brandenburg.
Das heißt, ich schlage vor, das dort umzusetzen und zu probieren in dem Sinne, dass man eben keine entgeltlichen Begehungsscheine ausgibt, sondern letztendlich dann die 10.000 Jäger auf 250.000 Hektar, haben wir 25 Hektar Durchschnittsgröße, loslässt, unentgeltlich selbstverständlich, und am besten dürfen sie das Wild dann auch noch mitnehmen, also ein kleines Incentive einbaut. Und dann wollen wir evaluieren, wie schnell wird der Wald umgebaut. Denn wir wissen ja alle, dass der Landesforstbetrieb seit 20 Jahren intensiv Schalenwild reduziert. Nicht besonders erfolgreich und vor allen Dingen nicht so erfolgreich wie die Brandenburger Privatjäger, aber er versucht es zumindest, da können wir also helfen, um dann festzustellen, kriegt man in diesem Betrieb denn dann den Waldumbau auch endlich mal hin. Denn wir wissen alle, der Waldumbau hat im Landesforstbetrieb auch nicht funktioniert. Wir haben gerade im Landesjagdbeirat gelernt, 400 Hektar pro Jahr bei 250.000 Hektar Gesamtfläche, also wirklich absurd wenig. Um dann nach 10 Jahren Evaluierungsphase zu überlegen, was kann man besser machen. Und ich habe den Eindruck, da können wir wirklich helfen. Ich stehe als Berater da jederzeit zur Verfügung. Ja, und da kommen wir ja wieder auf den Punkt zurück. Es ist in unserem bestehenden Jagdgesetz, sind alle Möglichkeiten, die wir brauchen, um Wild zu regulieren, um Waldumbau zu betreiben etc., sind geregelt. Und es wird ja auch in vielen Privatwäldern eindeutig gezeigt, dass Waldumbau unter der jetzigen Gesetzeslage möglich ist. Die einen machen es über höheren Abschuss, die anderen machen das über, Ablenkfütterungen und anderen jagdstrategischen Ausrichtungen. Wichtig ist, dass ein neues Gesetz, so wie es jetzt beschrieben ist, keine Verbesserung bringen wird. Es wird Verwirrung bringen in großen Teilen. Und wir hatten ja letztes Jahr uns auch zusammengesetzt, Gregor, du weißt das am besten, und da haben die Landnutzer über mehrere Wochen hinweg, bitte beschreib du nochmal, wer alles da war und wie das abgelaufen ist. Ja, ist ganz einfach. Es waren im Prinzip alle Mitgliedsverbände daran beteiligt. Die Jägerschaft natürlich ganz massiv mit ihren Vertretern, aber auch der Waldbesitzerverband. Sogar die Fischer waren dabei. Und wir haben in der Tat einen Bauernverband Vorschlag. Bauernverband war natürlich auch dabei. Betriebe, Landbetriebe. Familienbetriebe waren dabei. Also alle Mitgliedsverbände letzten Endes. Und wir haben für Dinge, wo man wirklich sagen kann, auch um den Verwaltungsvollzug zu optimieren, da gibt es sinnvolle Vorschläge, haben wir einen Vorschlag für eine Novelle, eben eine Gesetzesnovelle gemacht und eben nicht für ein Vollgesetz, weil ein Vollgesetz sowieso das Problem mit sich bringt, dass es Jahre dauern wird, bis über alle Instanzen dann sozusagen wieder Rechtssicherheit da ist. Also wir müssen das Gesetz, da wo es Defizite gibt, novellieren, aber ein völlig neues Jagdgesetz für Brandenburg ist ein historischer Irrweg in meinen Augen. Ich darf da nochmal ergänzen, und das ist ja das Credo, unter dem das neue Gesetz jetzt steht, nämlich Verwaltungsvereinfachung. Und wenn man sich nur den Punkt rausnimmt, dass wir anstatt jetzt 4.000 Jagdbezirke zukünftig 20.000 Jagdbezirke absehbar haben, zu ahnen, welcher zusätzliche Verwaltungsaufwand auf die unteren Jagdbehörden zukommt, ein Irrsinn, der da geschaffen wird. Und ich finde, was man auch noch dazu sagen kann, auch wenn das jetzt ein bisschen polemisch ist, aber das Gesetz, so wie es jetzt im Entwurf steht, ist ein Wildvernichtungsgesetz. Hier geht es nicht mehr darum, die Wildbestände anzupassen, sondern es geht darum, das Wild kurz und klein zu schießen. Da ist in vielen Bereichen, kann man da auch mit dem Tierschutz einhaken, denke ich. Das Wichtige dabei ist, dass ich glaube, dass der Steuerzahler in Brandenburg auch gerne in Brandenburg lebt, weil er die Natur liebt und er auch ein Recht darauf hat, wenn er in den Wald geht, Wildbestände anzutreffen, die wildbiologisch richtig bewirtschaftet sind. Das ist einmal, was die Altersstruktur angeht, das ist einmal, was das Geschlechterverhältnis angeht und auch, was die Menge des Wildes im sagen wir mal pro Hektar oder die Wildbestandsdichte angeht. So, jetzt muss der Steuerzahler schon, dem muss man das schon klar machen, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt verabschiedet werden soll oder so wie es jetzt im Entwurf steht, ein absolutes Kontra gegen solche Wildbestände ist. Es soll Wild möglichst klein gehalten werden und am besten vernichtet werden. Und das alles vor dem Argument des Waldumbaus. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man da nochmal dazu sagt, dass das auch anders geht. Nämlich unter den jetzigen Regelungen, unter den Instrumenten, die wir jetzt rechtlich haben, wie zum Beispiel Ablenkfütterungen etc. Man kann einen angepassten Wildbestand halten, man kann den wildbiologisch richtig halten, man kann ihn in allen Fragen jetzt unter der jetzigen Regelung sauber bewirtschaften und trotzdem Waldumbau betreiben. Und ich würde gerne die Brandenburger Bürger bitten,
zu entscheiden, ob sie lieber einen wild leeren Wald haben möchten oder ob sie lieber, wenn sie spazieren gehen, hier und da gerne mal einen Dammhirsch oder einen Rothirsch sehen oder auch mal in der Rothirschbrumpf einen Hirsch röhren hören. Beides ist vereinbar mit unserer Aufgabe des Waldumbaus. Und das Gesetz, so wie es jetzt im Entwurf ist, ist eindeutig gegen Wild. Und ich darf noch eine kleine Ergänzung machen, wenn wir schon im lustigen Zwiegespräch sind. Monokulturen wie die Kiefer bauen sich in Brandenburg auch ohne Wild nicht von alleine um. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Monokulturen bekommen wir nur umgebaut, wenn wir massiv einschlagen, also Licht an den Boden bringen und zusätzliche Pflanzen einbringen. Pflanzen eingezäunt oder nicht eingezäunt, spielt gar keine Rolle. Aber das geht nur, wenn wir aktiv Waldumbau betreiben. Und auch da muss ich sagen, spielt der Landesforstbetrieb bislang keine wirkliche Vorbildrolle, sondern versagt auf ganzer Strecke. Das ganz deutlich an dieser Stelle. Und das dann am Wild auszulassen, ist für mich unerträglich. Also was ich aus juristischer Sicht so problematisch an diesem Entwurf, nach dem Erstentwurf finde und auch an dem Positionspapier, was so einige Verbände jetzt noch hinterhergeschossen haben zu diesem neuen Entwurf. Also was mich stört, ist zum einen, es wird vor allem von diesen Verbänden erklärt, dass das Reviersystem eigentlich verfassungswidrig sei. Steht eben drin, das sei eigentlich verfassungswidrig, dass hier der Eigentümer nicht frei entscheiden dürfe. Das ist Unfug. Das Bundesverfassungsgericht hat zigfach entschieden, dass das Reviersystem keine Enteignung ist, wie es in diesem Verbändepapier von NABU und ÖJV und so drinsteht, ist, sondern eine ganz normale Inhaltsbestimmung des Eigentums. Und quasi gerade bei der Jagd nun zu fordern, dass dort jeder auf seiner Fläche, sei sie noch so klein, wirtschaften kann, wie er will, ist eine absurde Forderung. Man kann ja auch nicht fordern, dass man auf seinem Grundstück Atommüll vergraben darf oder Atomraketen stationieren, jetzt irgendwie als Dienstleister für irgendwelche osteuropäischen Kriegstreiber. Also der Gesetzgeber hat in allen Lebensbereichen gewisse Inhaltsbeschränkungen des Eigentums vorgenommen. Und das ist auch das Reviersystem, dass man eben sagt, Jagd ergibt erst ab einer gewissen Flächengröße Sinn. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat das mehrfach bestätigt. Insofern finde ich schon sportlich zu sagen, das sei eigentlich eine Form der Enteignung. Also das weiß ich nicht, ob man das in Karlsruhe so unterschreiben würde, eher nicht. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird hier unterstellt, dass Brandenburg eigentlich bevölkert ist von einer Heerschar von Kleinwald- oder Kleinflächenbesitzern, die alle nur darauf lauern, endlich ihre Flächen im Dienste des Waldumbaus bejagen zu dürfen oder bejagen lassen zu dürfen. Was ist denn nun, wenn wir die Situation bekommen, die uns diesen Paragraph 6a Bundesjagdgesetz eingebracht hat, die ethische Befriedung, dass nämlich plötzlich Kleinflächenbesitzer ihre ethischen Gefühle für Wildtiere empfinden und die Jagd ablehnen? Ja, also den Pazifistenspruch umgebaut, stell dir vor, es ist Jagd und keiner macht mit. Was machen die denn dann plötzlich, wenn überall kleine Sperrflächen sind, wo Leute sagen, ist ja wahnsinnig nett, dass ich jetzt auch das Jagdausübungsrecht auf dieser kleinen Fläche habe. Ich will das aber gar nicht, mache ich nicht. Ja, dann wird der wieder zur Jagd gezwungen, Fragezeichen. Also gerade im Zusammenhang mit diesen ethischen Befriedungen hatte damals, bis uns der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann dazwischen gefunkt hat, hatte das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, dass diese flächendeckende, in größeren Flächen Strukturen denkende Bejagung eine ganz allgemeinwohl wichtige Funktion hat und dass dahinter letztlich die ethischen Bedenken des Einzelnen zurücktreten müssen. Also die flächendeckende Bejagung wird als besonders wichtige Errungenschaft dieses Gesetzes angesehen. Und das jetzt so klein zu reden mit, wie gesagt, Zielvorstellungen, die man eben doch sehr schnell mit einem Fragezeichen versehen muss, das ist juristisch nicht besonders plausibel. Und wie gesagt, es letztlich als Verfassungsbruch darzustellen, das finde ich schon etwas sehr sportlich. Und man muss am Ende sich noch fragen, wem nutzt das neue Gesetz und dieser Paragraph so, wie er jetzt drinnen steht? Gregor, dazu würde ich jetzt von dir gerne mal wissen, als studierter Förster, du verfolgst die Entwicklung ja schon lange. Du stehst weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern für auch ein Wald und ein Land mit Wild. Woher kommt eigentlich dieser fast schon klerikale Hass auf unser Schalenwild? Wann kam das und wie muss ich mir diese Entstehungsgeschichte vorstellen?
Ja, das ist natürlich das ganz dicke Brett sozusagen, die Grundsatzfrage. Ich glaube, die ist auch sehr, sehr vielschichtig und die kann man wahrscheinlich nicht mit ein, zwei Thesen erschlagen. Zum einen muss einem klar werden, wir neigen in Deutschland von jeher zu Extremen. Ich sage ja immer sehr gern, wir denken auch sehr, sehr gerne in Schubladen. Wir ziehen die gerne die eine Schublade mit der einfachen Lösung auf und dann ziehen wir gerne die nächste auf. Leider haben wir nicht das Vermögen, dass viele andere Länder, ich beobachte das übrigens immer bei einem anderen Thema, beim Wolf sehr schön. Ich würde mir manchmal wünschen, wir hätten so ein bisschen das, was die Amerikaner haben. Sie nennen das Leben und Leben lassen und sind da etwas entspannter in so manchen Dingen. Und klerikal trifft sehr gut. Wir neigen dann dazu, gerade solche Themen, und ich glaube, Yacht ist das fast das herausragendste Thema, das zu so einer Art Glaubenskrieg zu machen. Das ist das große Problem. Und wenn es dann passiert, dass einer bestimmten Gruppe, man kann fast sagen, die Maßstäbe verloren gehen, wenn sie nicht mehr in der Lage ist zu realisieren, dass es gerade in der Forstwirtschaft immer um Ökologie und Ökonomie geht und nur noch die Ökonomie in den Vordergrund stellt, dann bauen sich natürlich relativ schnell Feindbilder auf. Und dann kommt ein zweiter Punkt dazu. Leider Gottes kann unser Wild nicht sprechen, sage ich mal. Es eignet sich als Sündenbock für so manche und alle Fehlentwicklungen, Fehler im Waldbau, Fehler im Verwaltungsvollzug, Fehler bei der nicht richtigen Justierung von Gesetzen, Fehler bei der Fördermittelausreichung und Ähnlichem. Deshalb denke ich so manchmal, wenn ich auf dem Ansitz sitze, eigentlich müssten die Rehe mal anfangen zurückzuschießen, damit so manche Dinge sich vielleicht wieder einrenken und wieder irgendwo so ein Blick auf die gesunde Mitte letzten Endes möglich wird. Aber das fällt uns in der Tat sehr, sehr schwer. Aber das hat natürlich am Ende des Tages auch nichts mit Naturschutz zu tun. Also gerade der Wald, insbesondere der öffentliche Wald, insbesondere der Landeswald, hat halt mehrere Funktionen zu erfüllen. Und es ist eben nicht nur die Ökonomie, es ist auch die Ökonomie. Und im Privatwald steht die Ökonomie aus gutem Grund auch ein Stückchen weiter noch im Vordergrund. Aber trotzdem müssen wir einen sauberen Mittelweg zwischen verschiedenen Ansprüchen finden. Und diesen Pfad haben wir leider vor einiger Zeit sehr massiv angefangen zu verlassen. Wie ist das überhaupt juristisch zu bewerten, Henning? Der Tierschutz ist im Grundgesetz verankert, die Weidgerechtigkeit steht im Jagdgesetz, die Hege auch. Was für Erfolgsaussichten haben eigentlich diese Gesetze, wenn man denn dagegen klagen würde, wenn man diese Aspekte dabei betonen würde? Und wie schätzt du dieses Gesetz insbesondere diesbezüglich ein? Dieses Gesetz in der jetzigen Entwurfsfassung, du wirst wahrscheinlich nicht das gesamte Gesetz irgendwie erfolgreich wegklagen können. Das muss jetzt einfach in der politischen Diskussion, muss dem Landesparlament klargemacht werden, dass dieser Gesetzentwurf hanebüchen ist und auch praxisfern. Es sind aber Einzelregelungen drin, die ich tierschutzrechtlich problematisch finde. Wenn ich das kurz ausführen darf, zum Beispiel wird dort eine Definition der Hetzjagd vorgenommen. Das ist insofern neu, weil zum Beispiel das Bundesjagdgesetz die Hetzjagd nicht definiert, sondern nur in § 19 die Hetzjagd verbietet. Hier wird eine Definition vorgenommen, die, wenn man sie ganz genau liest, die Gemeinheit enthält, von der ich nicht weiß, ob das so gewollt ist, dass die Hetzjagd faktisch einen ganz hohen Grad an Vorsatz, also wirklich im Sinne von Absicht, beinhaltet. Da heißt es nämlich, ist die Hetzjagd eine Jagd mit dem Ziel, das Wild durch auf Sicht jagende Hunde fassen zu lassen. Das ist ein sehr eingeengter Hetzjagdbegriff gegenüber dem, was man bisher unter Hetzjagd verstanden hat. Und wenn es sagt, es ist eine Jagd mit dem Ziel, das heißt, jeder, der seine hochläufigen Hunde im landläufigen Sinne hetzen lässt und sagt, das war aber gar nicht meine Absicht, eigentlich jagen die auch immer so mal so, mal so. Ja. Also da wird im Prinzip eine starke Verengung auf den subjektiven Tatbestand des Hundeführers gelegt, den ich tierschutzrechtlich für problematisch halte, weil man bis jetzt eben auch unter Hetzjagd versteht die billigende Inkaufnahme. Wenn ich als Hundeführer weiß, dass mein Hund nicht ablässt nach einer gewissen Zeit, sondern wirklich wild bis zum raushängenden Eser verfolgt, dann ist das nach herrschender Definition Hetzjagd. Und das wird durch diese Definition hier so verengt, dass Tatbestände, die wir als Tierschutz problematisch empfinden würden, nicht mehr sanktionsfähig sind wahrscheinlich, wenn es so gemeint ist, wie es da steht. Also es gibt Einzelregelungen in diesem Gesetz, die man definitiv unter Tierschutzaspekten für problematisch
halten kann. Aber natürlich ist es damit nicht einfach getan, dass man sagt, dann muss das ganze Gesetz irgendwie für verfassungswidrig erklärt werden. Wie gesagt, es enthält auch einfach so viele Unnötigkeiten. Wir hatten ja vorhin auch nochmal gesagt, es ist doch im bisherigen Gesetz eigentlich das Handwerkszeug drin, was man braucht, um vernünftig jagen zu können. Und das kann ich eigentlich nur nochmal aus juristischer Sicht unterstreichen. Ich habe noch nie gehört, dass insbesondere der öffentlichen Hand irgendwo bei der Jagdbehörde die Abschussplanung verweigert wurde, die sie vorgelegt hat. Ja? Und selbst wenn sie jedes Jahr noch 10 drauf und noch 10 drauf und noch 10 drauf, es wurde eigentlich immer abgesegnet, weil gesagt wurde, wir brauchen das und der Verbiss und der Verbiss. Also, ich verstehe schon gar nicht, wo gerade die Landesforst ein Problem bei der Abschussplanung sieht. Sie kriegt eigentlich immer, was sie will. Wenn Sie der Meinung sind, was ja auch in der Gesetzesbegründung steht, dass die Pächter in verpachteten Jagdbezirken nicht an dem Strang ziehen, in der Intensität, wie man das möchte, ja gut, dann muss man die Pachtverträge so stricken. Dann kann man auch reinschreiben, wenn die und die Abschusszahlen nicht erfüllt werden, einschließlich körperlichen Nachweis, dann kann der Pachtvertrag gekündigt werden. Das gibt das Gesetz doch alles längst her. In der ursprünglichen Begleitmusik zu dem Erstentwurf stand auch irgendwie drin, dass eben das Problem ist, dass Abschusspläne, die nicht erfüllt werden, dass das nicht sanktioniert werden kann. Das hat das Land Brandenburg dann eben versäumt, entsprechend klar zu fassen, weil rein strukturell kann das selbstverständlich erfüllt werden, weil Abschusspläne sind zu erfüllen und die Erfüllung des Abschussplans kann mit Verwaltungszwang durchgesetzt werden. Zwangsgelder, am Ende sogar eben durch Ersatzvornahme, sprich so eine Polizeijagd, dass man quasi bei den Leuten dann gegen ihren Willen jagt und dort den Abschuss erfüllt. Das ist alles möglich. Ja, also ich sehe auch in der Tat, und so, insofern stimme ich den Vorrednern zu, aus juristischer Sicht nicht die Notwendigkeit, irgendetwas neu zu regeln, sondern man sollte, wie in vielen Lebensbereichen, die bestehenden Gesetze, wo dann immer nach Verschärfung geschrien wird, einfach mal zu Ende anwenden. Dann wird man weiterkommen, als man heute denkt. Das leitet über zu meiner letzten Frage. Wir haben mit Dirk Wellershoff begonnen. Wir beenden den Podcast auch mit Dirk Wellershoff, der hier Hausrecht hat. Henning Wetzel sprach eben von Glaubenssätzen, ja, auch von ein bisschen sowohl juristisch wie auch jagdpraktisch eigentlich sachfremden, praxisfernen Ideen. Eine davon, die mir aufgefallen ist in diesem Jagdgesetzentwurf, ist auch die Idee, dass Pachtverträge in Zukunft keine Mindestlaufzeit mehr haben sollen, als sei dies ein fundamentales Problem gewesen bis dahin, dass eben Kleinwaldbesitzer nicht aussteigen konnten und der Wald wurde dann ohne ihr Zutun quasi vernichtet. Jetzt soll das abgeschafft werden, das heißt, Jagdpachtverträge könnten dann auf ein, auf zwei, auf drei Jahre geschlossen werden. Sollte das so kommen, wäre jetzt mal meine Frage an dich als obersten Herr von 10.000 Brandenburger Jägern, wovon die meisten Pächter sind. Glaubst du, diese Leute würden dann in Zukunft noch in zum Beispiel Reviereinrichtungen investieren, in einem zwei oder drei Jahre laufenden Pachtvertrag oder in Kühlkammern oder sich für die ASP-Bekämpfung einsetzen? Wie schätzt du das ein? Nein, natürlich bedeutet Jagd immer langfristiges Gestalten, Menschen und Verwalten von Revieren. Und wir brauchen zwei Themen zwingend. Erstens Vertrauensschutz für die abgeschlossenen Pachtverträge. Also ich kann, so wie das Gesetz jetzt gefasst ist, nicht zum nächsten 1.4. oder übernächsten 1.4. alles auf den Kopf stellen. Wir haben Verträge geschlossen, Pachtverträge geschlossen, die erfüllt werden müssen, meines Erachtens. Das ist der Vertrauensschutz, den der Bürger auch gegenüber der Politik haben sollte. Und zum Zweiten müssen wir natürlich dieses Thema zu Ende denken. Es ist ja nicht nur mindestens ein Jahr, sondern es ist eben wahllos gestaltbar. Das heißt, ich kann auch für 14 Tage Killing Zones einrichten und dann quasi irgendwelche Yachtreiseveranstalter mal 14 Tage wilde Sau spielen lassen. Das ist doch das, was wir in Brandenburg alle nicht wollen. Wir wollen natürlich gut eingerichtete Reviere. Wir wollen die langfristige Nutzung unserer Wildtiere als Fleisch. Das bedingt, dass ich heute kostenintensiv in Zerlegeeinrichtungen investieren muss. Das kann ich alles nicht mehr tun, wenn ich gar nicht weiß, wie lange ich in einem Ort jagen darf. Und deshalb haben wir ja immer gesagt, einen Zeitraum zwischen 7 und 9 Jahren ist eine praktikable Größe, wo man sich dann eben auch da einstellen kann, investieren kann, in Jagdeinrichtungen investieren kann. Wer das alles über Bord kippt, der kippt wirklich Jagd über Bord. Und deshalb ist es meines Erachtens ein Frontalangriff auf fundierte, bodenständige Brandenburger Jagd, ist ein Angriff auf die Brandenburger Jäger und ein Angriff auf die Brandenburger Landnutzer.
Landwirte und Waldbesitzer und dem muss dringend Einhalt geboten werden. Vielen Dank, lieber Henning, vielen Dank, lieber Dirk, vielen Dank, lieber Gregor, vielen Dank, lieber Franz Albrecht. Das war es von unserer Seite und bis zum nächsten Mal.